Die OE24 TV Euro Show. Alle Highlights, die schönsten Szenen, die besten Tore, die Aufreger und Analysen. Jetzt auf OE24 TV. Ja, da sind wir auch schon wieder zurück mit der großen Euroshow hier auf OE24 TV. Und diesmal haben wir einen spannenden Studiogast. Ich freue mich herzlich begrüßen zu dürfen. Thomas Flögel, herzlich willkommen. Hallo. Man kennt Sie gut. Sie waren bei den goldenen Zeiten des Fußballs in Österreich immer vorne mit dabei im Nationalteam. Unter anderem mit Trainer Otto Baric, der ja immer noch ein bisschen ein Nationalheld ist. Seit seiner Casino Salzburg-Zeit ist er ganz tief in den Herzen der Menschen drinnen. Leider schon verstorben mittlerweile. Aber ein ganz, ganz großer des Fußballs. Und jetzt freuen wir uns besonders, dass wir Sie hier da im Studio begrüßen dürfen. Dankeschön, freut mich. Heute Abend natürlich großer Matchtag für das österreichische Nationalteam in Leipzig. Man spielt gegen die Türkei, ein Spiel, was mit viel Spannung erwartet wird. Und jetzt, bevor wir uns das Spiel ein bisschen anschauen, würde ich gerne in Ihre Vergangenheit gehen, wenn ich darf. Bitte. Sie haben ja schon Erfahrung gemacht, dass Sie gegen die Türkei gespielt haben, eben damals mit Otto Baric, und gerade ein bisschen darüber geplaudert über das Spiel. Wie war das damals? Was ist damals passiert? Es war der 14. November 2011 und es ging um die WM-Qualifikation. Trainer war Otto Baric, der Schiedsrichter war Colina und Sie waren mit dabei. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wobei ich mich nicht mehr so gerne daran erinnern möchte, weil wir doch mit 15:0 untergegangen sind. Hatten in dem Spiel sind eigentlich ganz, ganz gut ins Spiel hineingekommen, hatten auch die erste Möglichkeit durch Mario Haas, haben das Tor nicht gemacht, aber die Türken sind dann immer besser geworden, immer stärker geworden und wir haben diesen Druck, den diese Mannschaft dann auf uns ausgeübt hat und vor allem auch die Zuschauer, das war schon immens, haben wir dann immer standhalten können und sie haben, muss man auch dazu sagen, einen sehr, sehr guten Tag erwischt gegen uns und haben uns dann... Wieso, was habt ihr am Vortag gemacht, wenn der Tag so gut war für die Türken? Wir waren eigentlich gut darauf eingestellt, auch vom Trainer her und so weiter, aber wir haben ganz einfach unser Spiel überhaupt nicht am Platz bringen können. Wir haben nicht das spielen können, sie haben uns nie entfalten lassen, sie haben uns nie Räume gegeben. Mannschaft war eigentlich sehr, sehr gut intakt bei uns, aber wie gesagt, also wir haben unser Spiel den Türken überhaupt nicht aufzwingen können. Und da sind wir schon beim heutigen Spiel. Ich hoffe, dass wir das heute können, diesen Türken und uns nicht in diese Hektik verfallen lassen, die Türken sehr, sehr gerne ausspielen gegen ihre Gegner. Die Türken haben ja jetzt einen italienischen Trainer. Das sind ja gewaltige Kulturunterschiede zwischen der Türkei und Italien. Kann ich mir vorstellen, dass da allein schon ein bisschen kracht. Seit 2023 ist jetzt Vincenzo Martella dort und versucht eben wirklich die Mannschaft nach vorne zu bringen. Aggressiver Spielstil, sagt man den Türken nach. Ist das etwas, vor dem wir uns heute Abend fürchten müssen? Ich glaube nicht, dass wir uns fürchten müssen. Also die Türken sind bekannt dafür, dass sie eben, wie gesagt, ihre Gegner sehr, sehr gern in Hektik versetzen wollen und mit ihrer aggressiven, dynamischen Spielweise zum Erfolg kommen wollen. Aber ich glaube, dass die österreichische Nationalmannschaft zurzeit richtig, richtig stark ist und wir selbst dieses Gefühl ausstrahlen. Ja, wir wollen die Gegner zu Fehler zwingen und wenn wir das weiterspielen können, was wir bis jetzt gezeigt haben, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen gegen die Türken heute auch gewinnen zu können. Es ist ja jedes Mal ein bisschen verwunderlich, jedes Mal ist die Aufstellung ein anderer bei Ralf Rangnick. Man denkt sich immer, jetzt hat er niemanden mehr, den er noch überraschend reinnehmen kann und dann hat er wieder jemanden, den der Harry Potter aus dem Ärmel rauszaubert. Wie stark ist unser Kader insgesamt gesehen und wer sind die Stärksten im Mannschaftskader drinnen, wo Sie sagen, ja, die tragen wirklich diese Mannschaft, die tragen das Konzept von Rangnick, die sind seine Pfeiler in dieser Mannschaft? Ich glaube, von diesen Spielern haben wir jetzt wirklich haben wir mehrere dazu gewonnen, weil ganz einfach die Spieler, die auch im Ausland spielen, auch dort Führungspersönlichkeiten geworden sind, auch Führungsspieler eben in ihren Mannschaften geworden sind und sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen. Viele schon die Vereine auch gewechselt. Also ich glaube nicht, dass man den einen oder den anderen herauspicken sollte. Es ist so, wie die Mannschaft im Moment auftritt und heute habe ich wieder gelesen, was auch der italienische Trainer von den Türken sagt, dass wir ein ganz einfach wie ein Verein sind. Wir treten auf wie eine richtige Vereinsmannschaft. Das heißt, die Stimmung ist sehr, sehr gut. Bei uns gibt es diverse Automatismen. Und zudem, dass der Teamchef einen herauszaubert. Ich glaube nicht, dass das eine Zauberei ist, sondern ganz einfach, dass die Spieler alle wissen, was sie zu tun haben. Und somit braucht er nicht allzu viel zaubern. Die Spieler machen das, bringen ihre Leistung. Und das macht es ganz einfach aus. Das macht diese Mannschaftsleistung dann am Platz, die bis jetzt sehr, sehr
sehr gut und sehr, sehr imposant war. Die macht das ganz einfach aus und kann man dem Ganzen nur gratulieren. Und ich bin heute guter Dinge, dass er nicht zaubern muss, sondern dass ganz einfach die Spieler, die wir in diesem EM-Kader haben, dass die alle ihre Leistung zu 100% abrufen können. Man hat manchmal ein bisschen den Eindruck, dass da sogar noch mehr Leistung aus den Spielern herauskommt. Ich spreche jetzt ganz konkret von Marko Arnautovic, bei Inter eigentlich nie fix gesetzt. Auch am Anfang im ersten Spiel gegen Frankreich ist er erst, wenn ich mich richtig erinnere, bitte gerne korrigieren, in der zweiten Halbzeit damals eingewechselt worden, glaube ich, und stand auch wirklich irgendwie ein bisschen am Platz und hat am Anfang nicht ganz in das Spiel hineingefunden. Also man hat gemerkt, er hat sich selber unter Druck gesetzt. Und dann jetzt in den letzten Spielen hat man einfach gesehen, gerade bei den Niederlanden, Marko Arnautovic super wichtig für das Team, ganz große Stärke, wirklich wichtig fürs Team, wichtig auch von der Spielweise. Holt er da wieder mehr aus Arnautovic raus, als ihm viele zugetraut hätten? Weil gerade nach dem Frankreich-Spiel hieß es oftmals irgendwie, ist er vielleicht schon zu alt, soll man überhaupt noch so in die Mannschaft reinnehmen? Er ist ein Kreativspieler, er ist nicht immer verlässlich, es kommt bei ihm stark auf die Laune drauf an, wie er performen kann. Hat das Ralf Rangnick jetzt schon gemacht, dass Arnautovic wieder noch mehr nach oben gehoben hat und ihm auch wirklich eine fixe Position in den letzten Spielen zuteilwerden hat lassen? Naja, man merkt wieder, dass wieder dieses alte Sprichwort gilt auch, dass wenn man Vertrauen bekommt, dass man auch wieder Leistung bringen kann. Und genau um das geht es. Also man sieht ja, dass der Teamchef dem Marco das Vertrauen schenkt und er gibt's mit allem, was er hat, was er noch drinnen hat, gibt das retour. Und wichtig ist ja, dass er ein Teil dieser Mannschaft ist und dass es nicht um einen Herrn Arnautovic geht oder um einen anderen Spieler, sondern immer um das Team. Und das versteht, glaube ich, der Team schon sehr, sehr gut, dieses Team so hinzustellen, dass sie wirklich für ein Ziel kämpfen und nicht jeder auf egoistischer Basis für seine Zukunft oder sonst irgendwas spielt. Ja. Also das ist ersichtlich, weil sie wirklich füreinander kämpfen und der Marco macht vorne seinen Job, genauso wie jeder andere. Und wenn er nur 5 Minuten spielt er 5 Minuten, du siehst keine Allüren, dass einer angefressen ist, weil er austauscht wird oder eingetauscht wird oder gar nicht einer kommt. Alle sind voll dabei, wenn ich mir die Bank heute anschaue, wenn ich das vergleiche mit anderen Mannschaften, ja, die auch vielleicht gewinnen, aber nicht mit einem überzeugenden Erfolg, die aber nicht so zusammenrücken wie die österreichische Nationalmannschaft, muss man auch die Deutschen hernehmen, ja, die das Gleiche so fabrizieren. Deswegen sind auch solche Mannschaften immer auch zu favorisieren, weil es ganz einfach ein Teamspirit gibt in dieser Mannschaft, der extrem viel Energie erzeugt. Und das kann dich dann schlussendlich schon zu einem noch größeren Erfolg treiben, als du vielleicht gedacht hast. Bleiben wir noch kurz bei den großen Namen. Marcel Sabitzer im letzten Spiel auf der Zehnerposition, eine Position, die eigentlich nicht mehr oft gesetzt wird, weil sie vor allen Dingen auch viel strategische Denkweise bei einem Spieler notwendig macht. Das kann nicht jeder, weil viele oft eben wirklich ein bisschen einen Tunnelblick haben und ihre Position sehen. Sabitzer hat das genial gemacht, war für mich der Man of the Match. Weiß nicht, sehen Sie das auch so? Und vor allen Dingen, brauchen wir Sabitzer jetzt wieder in der Kapitänsrolle bei diesem Spiel heute in der Türkei? Würden Sie darauf setzen, dass Rangnick noch einmal sagt, ja, Sabitzer, 10er-Position, das war ein genialer Zug von mir, das mache ich noch einmal? Ja, also abgesehen von der Kapitänsrolle, das meines Erachtens doch in der Truppe, egal wer da jetzt da die Schleifen trägt. Aber Marcel hat sich extrem gesteigert, auch in dem Turnier. Ob er jetzt auf 10 spielt oder auf der Seite oder auf 8 spielt, ist in dem Falle egal gewesen. Warum? Weil er ganz einfach auch die Spieler um sich herum hatte, die ganz einfach auch ihre Leistungen wieder abgerufen haben. Also nochmal, für mich ist nicht der einzige Spieler oder der alleinige Spieler dafür verantwortlich, dass vielleicht das Werk jetzt besser rennt, sondern man sieht halt ganz genau rundherum, arbeitet wirklich jeder und so wie wir zurzeit die Gegner anlaufen, mit welcher Vehemenz und mit welcher Leidenschaft und vor allem Überzeugung, dass das funktioniert, das ist schon gewaltig. Und natürlich sind dann Spieler, die individuell auch schalten können und diverse Situationen auch lösen können, extrem wichtig. Und der Marcel ist einer von diesen Spielern. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, also hat ja dann auch extrem wichtige Dinge auch getan, Situationen gelöst und auch Tore geschossen für die österreichische Nationalmannschaft. Und ich hoffe, dass das heute auch so passiert, dass wir wieder als Mannschaft sie präsentieren können und
der eine oder der andere muss ja dann diese Situationen lösen und das eine oder andere Tor schießen. Und ich hoffe, dass wir das heute erleben können. Ein paar Vorteile haben wir ja auch mannschaftsmäßig, wenn wir uns die Türkei anschauen, denn der Kapitän dort, Hakan Çalhanoğlu, wird nicht auf dem Platz sein, wird nicht spielen. Bei uns ist jetzt gerade mal Wimmer gesperrt, Wunder Wimmer wegen der gelben Karte nicht dabei. Aber wir haben gute Leute, die ihn ersetzen können. Bei den Türken fällt der Ausfall vom Kapitän natürlich doch etwas schwerwiegender. Das wird mehr wehtun. Außerdem haben die Türken im Spiel gegen Tschechien insgesamt 11 gelbe Karten. Allein das ist ja schon ein Wahnsinn eigentlich, wenn du das überlegst, einkassiert. Also die spielen schon auch ein bisschen mit der Handbremse an, weil bei 11 gelben Karten, wenn sie da jeder noch einmal so aufhört, dann ist aufgeräumt. Da geht gar kein Viertelfinale mehr in Wahrheit. Können die Fans mitspielen. Wie schätzt du da jetzt ein, wie stark oder wie schwach wird die türkische Mannschaft heute am Abend sein, wenn eben schon mal der Kapitän nicht mit dabei sein wird? Naja, also vom Spielerischen her ist dieser Spieler natürlich, sage ich mal, für die Türken unersetzlich, aber sie wissen natürlich, was auf sie zukommt. Wir werden sie, glaube ich, nicht gerade leicht machen im Rausspielen von hinten weg. Das, was sie suchen werden, sind lange Bälle. Sie werden uns mit langen Bällen über die Abwehr wahrscheinlich zwingen wollen. Aber die Österreicher haben das bewiesen, ja, dass sie auch das frühzeitig sehr, sehr gut unterbinden können. Und natürlich sind Spieler wie Çalhanoğlu, aber auch der Innenverteidiger, der ihnen heute fällt, sehr, sehr wichtige Positionen, sage ich mal, für die Türken. Aber die statt diesen Spielern spielen werden, werden sie genauso ins Zeug hauen. Und das ist immer die Gefahr, weil da weiß man nicht genau, was auf einen zukommt. Bei diesen Spielern weißt du genau, okay, was kann der, da kannst du dich besser darauf einstellen vielleicht. Aber sie werden sicherlich auch ohne diesen beiden Spielern eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen. Und wir müssen schon höllisch aufpassen, eben, dass wir nicht das Ganze vielleicht zu leicht nehmen. Mhm. Ich bin mir sicher, dass die Spieler das nicht machen. Die Gefahr ist immer, dass der Zuschauer das zu leicht nimmt und denkt sich, na, die spielen jetzt da eh nicht, da wird es ein bisschen leichter. Also das kann ich verneinen, weil das wird nicht passieren. Sie werden genauso stark sein, auch ohne diesen Spiel. Die Türken haben ja auch ein bisschen ein Wunderkind in der Mannschaft. Arda Güler, der absolute Topstar. Ich meine, der fängt seine Karriere bei Real Madrid an und du denkst immer, wo will der noch hin, wenn der jetzt schon in den jungen Jahren gerade mal bei Real spielt. Ist aber in der türkischen Mannschaft eigentlich nicht ganz so gut aufgenommen, hat man das Gefühl medial. Man hatte jetzt irgendwie letzte Bilder gesehen, wo ihm der Trainer das Trainings-T-Shirt weggenommen hat. Es ist kolportiert worden, dass er gemobbt wird vom Trainer. Das Ganze hat dazu geführt, dass natürlich irrsinnige Gerüchte in Umlauf gegangen sind. Das heißt, die türkische Mannschaft wird von der Presse sehr stark auch irgendwie fast ein bisschen zerrissen, dass der Trainer eben nicht gut wäre für die Mannschaft. Die Spieler kriegen das natürlich mit. Man hat den Eindruck, dass das einfach nicht rund und nicht harmonisch bei ihnen läuft. Güler in der Mannschaft, wie wichtig ist er für das türkische Team? Was kann er tatsächlich bewirken? Ich meine, so wie Sie gerade sagen, ein guter Spieler allein macht noch keine EM-Runde aus, sondern brauchst du eine Mannschaft, die weiß, wie sie ihn einsetzen kann. Also wissen die Türken, wie sie Güler einsetzen können und müssen? Ich denke schon. Natürlich ist es sind wir wieder bei der Mentalität eines Italieners und der Türken. Ja. Also sicherlich keine einfache Konstellation. Der Spieler Güler ist ein junger Spieler, der noch Erfahrung sammelt, ja, und der sicherlich jetzt aber auch bei einem Top-Verein schon ist, aber man muss halt aufpassen, speziell im Nationalteam sind auch andere Spieler, die bei sehr, sehr guten Clubs spielen und natürlich gibt es immer wieder auch dahingehend sicherlich Reibereien, warum spielt der, warum spielt der andere nicht, ja, und die türkische Presse hupft natürlich auf sowas sehr, sehr schnell auf und wenn der italienische Teamchef dann natürlich noch so einem Spieler vielleicht nicht dieses Vertrauen schenkt, ja, dass man sagt, okay, der lass den jetzt spielen um alles in der Welt, so wie es bei den Spaniern zum Beispiel der Fall ist mit dem 16-jährigen Jamal. Also dann wird es natürlich schwierig, weil dann hinterfragt natürlich sofort jeder, hat er jetzt das Vertrauen, kann er die Leistung bringen, kann er es nicht bringen. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass er heute anfangen wird und er ist ein sehr, sehr gefährlicher Spieler, sehr, sehr guter Spieler.
deswegen ja, glaube ich, dass das heute nicht ins Gewicht fallen wird, ob sie jetzt gestritten haben oder ob die Presse jetzt dann nicht zufrieden ist. Das wird heute. Also Sie glauben, dass das ein bisschen hochgekocht wird, auch von der Presse, solche Eindrücke, die da vielleicht irgendwie absichtlich ein bisschen verzerrt werden, weil man eine Story haben will. Höre ich das jetzt richtig raus? So ähnlich. Also die Türken sind bekannt dafür, dass sie ganz einfach Unruhe stiften wollen beim Gegner, dass er nicht weiß, dass er immer wieder vielleicht auch sucht nach Sachen, wo es leichter gehen könnte, ja, aber sie dann irrt. Ja. Also ich gebe gar nichts davon, weil die türkische Presse ist, wie Sie schon gesagt haben, sehr, 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 sehr rigoros und brutal, gehen von Himmel hoch jauchzend über betrübt bis ganz hinunter. Also wie gesagt, dem gebe ich nicht allzu viel. Man muss es auf sich selbst konzentrieren. Und das macht die Nationalmannschaft, das macht sehr, sehr gut und sehr, sehr toll, weil bei uns gibt es fast keine Geschichten und es gibt keine nebenbei irgendwelche Spaßädeln. Also das finde ich extrem, extrem professionell und extrem gut, auch von unseren Medien her. Und deswegen wird es heute sicherlich sehr, 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 sehr interessantes Spiel werden. Ja, je weiter die Euro voranschreitet, umso stärker natürlich auch die Mannschaften, die da gegeneinander antreten. Und wir haben es gestern schon gesehen in den Achtelfinalentscheidungen zwischen Frankreich und Belgien, wo schlussendlich wieder nur ein Eigentor von Belgien den Franzosen zum Aufstieg geholfen hat. Aber auch im Spiel dann gegen Portugal und Slowenien. Es ist oft schwierig, dass überhaupt noch Tore möglich sind. Und wäre das Eigentor bei Frankreich-Belgien nicht gefallen, wäre es dort wahrscheinlich auch zum Elfmeterschießen gekommen, wie eben auch bei Portugal und Slowenien. Und da hat man dann gesehen, also der portugiesische Torwart, mein Gott, kann ich nur sagen, aber wirklich Gott, ja. Diogo Costa ist der Name, der heute in aller Munden ist. Ich meine, Sie sehen es wirklich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich an den Typen denke, der war unpackbar. Also dreimal hintereinander einen Elfer gehalten, schafft das auch unser Penz, wenn es dann soweit ist und wir heute womöglich tatsächlich in den Elferschießen gehen. Wie stark ist unser Tormann und vor allen Dingen, wie wichtig ist es, dass der Tormann hier wirklich in solchen Situationen die Nerven bewahren kann? Also in erster Linie traue ich dem Penze auch solche Dinge zu, weil jeder Tormann lebt auch von diesem, wie man es heute nennt, Momentum, ja, von dieser Kraft, von dieser Energie, die auch im Stadion ist, die auch in der Mannschaft ist. Und ich traue ihnen alles zu. Ich hoffe natürlich nicht unbedingt, dass wir ins Elfmeterschießen kommen müssen. Ich hoffe, dass wir schon vor das Spiel entschieden haben. Aber natürlich ist es für beide Mannschaften nicht einfach, dann so einen Elfmeter in so einer Drucksituation zu schießen. Und gestern, das war natürlich noch nie da gewesen, dass er Tormann alles gehalten hat und nicht einen Elfmeter reinlassen hat. Aber das ist das, was ich sage. Also das passiert. Das ist diese Kraft, diese Energie, die du auch nicht wirklich erklären kannst. Tormann schmeißt sie dann in die richtige Ecken und hat den Ball ganz einfach. Also er hat auch nicht gewusst, wo er hinschießt. Deswegen, und jetzt kann man jetzt sagen, okay, die Elfmeter waren nicht gut geschossen, aber andere waren schon leichter geschossen und schlechter geschossen und waren auch drinnen. Jetzt muss ich ein bisschen über Klischees reden, weil jetzt haben wir schon halbwegs professionell analysiert hier unten. Halbwegs, also Sie sind der professionelle Teil, ich der nicht so professionelle Teil. Aber jetzt müssen wir uns bitte noch unbedingt anschauen, diese Klischees eben. Gestern beim Spiel Portugal gegen Slowenien. Ich habe immer gedacht, Fußball ist ein Männersport und dann kommt der Ronaldo und irgendwie hat man den Eindruck gehabt, dass man fragen sollte, magst du ein Krönchen haben, dürfen wir das Krönchen polieren oder magst du vielleicht jetzt ausruhen, braucht man einen Palmenblattwedler, damit du wieder zur Besinnung kommst, was dürfen wir anbieten, eine Tasse Tee. Also es war schon skurril, auch als Zuschauer, zu sehen irgendwie wieder ein Top-Fußballer im Alter von 39 Jahren, der glaube ich 5 Kinder hat, mehrere 100 Millionen am Konto hat, da steht und heult als Kapitän einer Mannschaft, weil er einen Elfer versemmelt. Und da denke ich mir schon, eigentlich müsste der Kapitän das ganze Team nach oben pushen, wenn es schief läuft und nicht noch irgendwie bitten, dass das ganze Team sich um den Kapitän kümmert. Das war für mich sehr skurril, aber ich bin kein Profi. Darf das passieren, dass ein Fußballer sich so gehen lässt und seine Emotionen so zeigt, wo er eigentlich professionell sein sollte? Ja, dürfen dann heutzutage alles. Also heute, je mehr das passiert, desto besser für alle Medien. Ich glaube, dass der Cristiano Ronaldo so besessen ist von diesem Sport und von seinem Beruf, den er ausübt, dass er das ganz einfach wirklich, dass das von innen heraus entsteht und dass das auch nicht gespielt ist. Ja. Was wir
Was mir aber gefallen hat, ist genau das, was man jetzt sagt, okay, er ist ja Kapitän, er sollte eigentlich vorantreten, dass eigentlich die Spieler ihn extrem aufgebaut haben, ja, extrem wieder gepusht haben, dass er dann im Elfmeterschießen wieder hingeht und den ersten Elfmeter schießt. Das hat mir eigentlich schon sehr, sehr gut gefallen und da hat man auch gesehen, dass welchen Stellenwert Cristiano Ronaldo, den wir überhaupt nicht bewerten können, in dieser Mannschaft hat. Mhm. Ja, weil oft sieht es eben für den normalen Zuseher so aus, als wäre er nur so ein Spieler, der jetzt da, wo die anderen Spieler alles machen müssen und einem die Bälle alle nur servieren müssen. Ja, tatsächlich, den Eindruck hätte ich, das stimmt. Den Eindruck hat man, aber ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube sehr wohl, dass sie wissen, was sie an ihm haben. Mhm. Und ich glaube, dass das ein bisschen verzerrt, dass wir zu wenig mitbekommen, was in dieser Mannschaft passiert, was er überhaupt alles macht und wie er sich verhält. Also es ist alles ein bisschen überzogen. Natürlich jetzt, wenn so ein Spieler, der extrem im Fokus steht, solche Allüren hat, sage ich mal, und dass er vielleicht auch weint nach dem verschossenen Elfmeter. Wenn das ein anderer macht, wird die Kamera wahrscheinlich gar nicht einfangen. Ja. Mhm. Bei ihm ist es halt so, dass er extrem fokussiert wird und alles schaut, was er tut, was er macht, dass er beim Aufwärmen ein goldenes Seil am Uhrwaschel hängen gehabt hat und. Also das wird alles kritisiert und das wird alles bewertet, ob das gut oder schlecht ist. Für ihn ist es alles Werbung, für ihn ist es alles eine gewisse Positionierung, nicht nur im Fußball. Und genau um das geht es. Ja. Und die Medien sind natürlich happy über diese Dinge. Das darf man alles nicht vergessen, sonst hätten wir zwar heute kein Thema über ihn so zu sprechen. Das stimmt, aber sprechen wir auch ein bisschen über die restlichen Portugiesen, weil das ist halt schon, ich verstehe, was Sie meinen, aber andererseits denke ich mir, die armen anderen Portugiesen, wenn du dir gestern am Platz angeschaut hast, die Slowenen haben einfach, ich glaube, bis auf die zweite Halbzeit oder sogar, es war schon die erste Verlängerung oder so, wo die das erste Mal wirklich ein bisschen offensiver gespielt haben, waren die nur in der Defensive und die Portugiesen haben Ballett gemacht. Die kannst du in den Zirkus stellen mit dem, was die beim Ball alles aufhören. Also waren Szenen dabei, unvergessene Szenen, wirklich, also sensationelle Leistung, auch Bernardo, alle diese Tore, die geschossen haben, die können ja auch was. Gehen die ein bisschen unter im Schatten von Ronaldo? Ist gut möglich, aber ich denke, jeder weiß, was diese Spieler alles drauf haben und die Spieler sind auch nicht solche Charaktere wie der Ronaldo. Mhm. Ich glaube nicht, dass diese Spieler, die auch Selbstpersönlichkeiten sind, dass sie diese so in den Vordergrund drängen wollen. Mhm. Ja, ich glaube, dass die heilfroh sind, dass es einen Ronaldo gibt, weil ich weiß oft, wenn's vielleicht nicht so funktioniert und dann wirst du herausgepickt und nur mehr du kritisiert. Ja. Er ist schon eine extreme Persönlichkeitsfigur in dieser Truppe, weil natürlich auch die Spieler, die jungen Spieler, die nachkommen, sich schon ein bisschen dahinter verstecken können. Mhm. Und das glaube ich, das gefällt ihnen ganz gut, ja, dass sie nicht so in den Mittelpunkt gerückt werden und nicht so kritisiert vielleicht und bewertet werden wie der Cristiano. Eine allerletzte Frage muss ich noch schnell, bevor wir in die Werbung gehen, eine kurze. Die Niederländer spielen ja auch heute und es könnte tatsächlich so weit kommen, dass wir dann im Viertelfinale, wenn die Niederländer heute gegen Rumänien gewinnen und wir ebenfalls gewinnen, dass wir dann erneut auf die Niederlande treffen. Sind die Niederlande angeschlagen nach dem, was wir mit ihnen gemacht haben? Haben die heute Leihwahl gegen die Rumänen? Könnten sie sich erholen? Hat Kömmern jetzt einen neuen Zugang für die Mannschaft gefunden, durch das, dass er gegen uns so bitter abgelust hat? Oder ja, wie sind denn da die Chancen? Naja, in erster Linie muss man sagen, dass das Holland-Spiel schon auch von unserer Seite her sehr, sehr gut war und dass wir da wirklich volle Leistung abrufen haben müssen und jetzt natürlich in dieser Konstellation sollten wir beide noch einen Schritt weiterkommen und dann wieder zusammenkommen, ist es natürlich, macht es die ganze Sache nicht leichter, weil die Holländer dann so dieses schon besagte Momentum vielleicht auf ihrer Seite sehen. Aber ich glaube, dass bin ich wieder bei unserer Stärke, dass wir auch ein zweites Mal die Holländer schlagen können. Also ich bin mir da ziemlich sicher. Dann darf ich ganz kurz fragen, wie geht das Spiel heute aus? Ihr Tipp?
Also Rumänien gegen Niederlande und dann wir gegen die Türken. Also Rumänien, also Niederlande. Ich bin mir nicht sicher, ob die Holländer heute gegen die Rumänen überhaupt so dermaßen drüber kommen. Also ich glaube, dass es da wieder ziemlich eng wird. Ich glaube nicht, dass das so eindeutig sein wird. Aber ich glaube trotzdem, dass die Holländer weiterkommen. Also ich glaube, dass sie vielleicht in der Nachspielzeit dann mit 2-1 gewinnen. 2-1? Ja. Und Österreich-Türkei? Und die Österreicher werden auch 2-1 gewinnen, aber schon in der normalen Spitze. Na, schauen wir mal, ob es stimmt. Thomas Flügel, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für Ihre Expertise. Ich hoffe, Sie zu Hause haben das Gespräch ebenfalls so genossen wie ich. Bleiben Sie dran, nach einer kurzen Werbung geht es bei uns mit den Nachrichten weiter.